Paragraf 41. Das Sein des Daseins als Sorge. Seite 192. Im sich vorweg schon sein, in einer Welt liegt wesenhaft mit beschlossen das verfallende Sein. Kein Grund zur Beunruhigung. Ja, wer sind Sie? Wie? Wer Sie sind? Was ist Sein? Was ist Sein? Was ist die Frage nach dem Sinn vom Sein? Was ist Sein? Was ist Sein? Was ist der Sinn vom Sein? Finkbeiners Geburtstag. Kriminalhörspiel von Hugo Rentler. Entschuldigen Sie bitte, Schwester. Ja? Können Sie mir sagen, wie lange mein Vater schon in der Wanne sitzt? Wie war der Name? Finkbeiner. Ach, der Sohn, der Polizist? Ja. Ja, ist Ihr Vater in der Wanne? Ja. Ja, wieso sitzt er in der Wanne? Nennen Sie eine Zahl zwischen 2 und 445. 211. Realität und Sorge. Ist Ihnen der Unterschied zwischen Besorgen und Sorge bewusst? Besorgen als Seinsbefindlichkeit im Alltäglichen? 117. Das Mitdasein der anderen. Ein alltäglich betrachtet leidiges Thema. Immer gibt es die anderen. Links unten. Was? Da, nee, nicht da. Mehr in der Nierengegend. Noch ein bisschen höher. Gut da? Ein bisschen höher. Sind Sie der neue Pfleger? Nein. Was denken Sie, ist der Sinn von Sein? Also jetzt im Moment erst mal Rückenstrucken. Ich bin's. Wer oder was ist ich? Ja, ich. Vater. Und ich? KHK Brändle, operative Fallanalyse, LKA Baden-Württemberg, Abteilung 8. Stuttgart, Donnerstag, 11. März 2010. 10.34 Uhr. Zusammenfassung der bisherigen Ermittlungsergebnisse in der Ausbruchsache JVA Stuttgart. Heute früh, 5.47 Uhr, wurde der in Zelle Nummer 11 angebrachte Notruf ausgelöst, um den Beamten Klaus Glaser, geboren am 25. August 1969, verheiratet, zwei kleine Kinder, in den Zellentrakt zu locken. Ja? Nee? Der weitere Ablauf ist noch unklar, wird zurzeit vor Ort ermittelt. Klar ist, als der Vollzugsbeamte vor der Zellentür stand, versetzte man ihm mit einem harten Gegenstand einen wuchtigen Schlag auf den Hinterkopf. Mit der Folge, dass der Beamte zu Boden ging und stark benommen liegen blieb. Ja? Nee, ich weiß nicht, wo der Finkbeiner steckt. Flüchtig sind der 51-jährige Hans-Peter Schneider, der 54-jährige Klaus Engist und Jens Höppers, 27 Jahre. Oh, mein Fuß. Ja, wenn man wie so ein Verrückter gegen die Karre tritt. Oh Mann. Ich halt beim Rand, Doofsack. Du sagst nicht Doofsack. Ruhe. Ich bin hier schon mal lang gefahren. In der grünen Minna. Wie die mich da auf dem Baden-Badener Bahnhof gekascht haben. Dem Kommissar seine Fresse, die vergesse ich nie. Und das Rasierwasser. Hier hoch. Finkbeiner. Finkbeiner hieß der Typ, genau. Mann, das war eine richtig schöne grüne Landschaft. Sowas von grün. Noch geschwinder, du, du. Du sagst nicht Doofsack! Aschenpüffel des Kiffer. Am schlimmsten ist dieser Tinnitus. Ist jetzt besser? Ja. Jetzt wieder da? Ja. Jetzt wieder besser? Ja. Dann tät ich's mal mit Schmieröl probieren. Was hast du gesagt? Ich tät's einmal mit Schmieröl versuchen. Der Rollstuhl quietscht.
Ja? Wo bleibt Finkbeiner, Frau... Brändle. Der Justizminister hat den Termin für die Pressekonferenz auf 17 Uhr festgesetzt. Und wir wollen doch alle hoffen, dass es eine abschließende wird. Wir tun, was wir können. Wie kommen die aus Stuttgart-Stammheim raus? Herr Polizeipräsident... Der Justizminister fragt sich, wie er das der Bevölkerung erklären soll. Stuttgart, bundesweit bekannt als sicherste JVA im Ländle. Ein astreines Hochsicherheitsgefängnis. Und die spazieren da einfach raus. Wir können erst mal nur sagen, dass sie raus sind. Die operative Fallanalyse, Herr, wertet die Ermittlungsergebnisse aus, fügt Puzzlestein zu Puzzlestein. Wir tun, was wir... Der Justizminister will antworten, Frau... Können, Herr Polizeipräsident. Dies ist der Anschluss vom Kriminaloberrat Finkbeiner, operative Fallanalyse. Nachrichten nach dem Signal, danke. Savo, wo bist du denn? Die drei Flüchtigen nahmen dem benommenen Beamten den Zellendurchgangsschlüssel ab. Im Zellentraktbüro fehlt der Autoschlüssel des Privat-Pkw Glaser. Was führt Sie zu mir, Herr? Finkbeiner, Pater. Ich war gerade in der Gegend. Gerade in der Gegend? Ich glaub's ja nicht. Haben Sie das gehört, Frau Helmes? Böse. Wie? Sehr, sehr böse. Was? Sie sind nicht böse, Frau Heinze. Heinze? Ha ja, die ältere Dame, wo jetzt gerade vor Ihnen sitzt, Herr Finkbeiner, das ist die Frau Heinze. Und wo ist die Helmes? Ja, das kann ich Ihnen jetzt im Augenblick auch nicht sagen, leider. Kommen Sie jetzt, Frau Heinze. Ja. Ich bin so böse, böse, ja, böse. Wenn Sie denn keinen Hunger, jetzt kommen Sie. Nein, ich bin böse. Gibt es auf dieser Welt denn nicht einen einzigen Menschen, der gerade da ist, wo er sein sollte? Wo ist Frau Helmes? Also mich brauchst du jetzt nicht so angucken, Vater. Ich weiß es auf keinen Fall. Ja? Der Justizminister erwartet einen detaillierten Bericht, wie die drei aus der JVA rausgekommen sind, Frau... Wir wissen es noch nicht, aber... Ich versuche seit geraumer Zeit, Ihren Chef Finkbeiner zu erreichen. Kriege aber immer nur den AB dran. Ich kann es Ihnen auch nicht... Sie kümmern sich darum, Frau... Brändle. Ja. Entwendeten die drei Flüchtigen den Privat-Pkw des Beamten Glaser. Daihatsu Sirion S-U 3601. Der nach knapp 2,5 Kilometern auf der B10 Richtung Westen wegen Benzinmangels stehen blieb. Die drei Flüchtigen stoppten daraufhin ein Taxi. So, LKA Stuttgart, Verhör um 7, Donnerstag, 11. März 2010, 11 Uhr 3. Anwesend KK Jörger, diesem gegenüber sitzend Herr Heinz Männer. Sie sind wie alt? 48. Beruf? Dies und das. Derzeit ausgeübte Tätigkeit. Personenbeförderung. Also, Taxifahrer? Ja. Die drei Flüchtigen stoppten daraufhin ein Taxi. Und zwangen laut Zeugenaussagen den Fahrer unter heftigster Gegenwehr aus dem Wagen zu steigen. Plötzlich soll einer der drei eine Waffe in der Hand gehalten haben. Im anschließenden Handgemenge löste sich ein Schuss, der das Dach des Wagens durchschlug. Die ballistischen Untersuchungen haben ergeben, dass es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eine Heckler & Koch P10 gehandelt hat. Das ist das Modell der Dienstwaffen in unserem Justizvollzug. Allerdings bleiben die Waffen dort normalerweise unter Verschluss. Da tut sich einige Frage auf, Herr Männer. Ja, so ist die Welt. Fragen über Fragen. Drei Männer. Stoppe Ihr Taxi. Die Tür wird aufgerissen. Die zerren Sie. Was kein Vergnügen. Laut Anwohnerzeugeaussage aus dem Wagen aus, es kommt zu einer heftigen Handgemenge. Also man trägt in der Personenbeförderung nicht nur Verantwortung für die Fahrgäste, sondern auch für den Wagen. Ein Schuss löst sich. Was auch kein Vergnügen. 9x19 mm, also Heckler & Koch, P10. Tatsächlich. Wo hatte die drei die Waffe her? Also das dürfen Sie nicht mich fragen. Zufällig aus Ihrem Taxi? Also wieso sollte ich...
Also ich finde das jetzt äußerst seltsam, wenn einer die Polizei hinsichtlich der Waffe befragt, mit der man selber überfallen worden ist. Also und wissen Sie, was auch seltsam ist? Die schmeißen sie auf die Straße und schon sind sie weg. Ah, ja? Mit ihrem Taxi. Ja. Sie rappeln sich auf. Ich möchte es mal so formulieren. Sie stehen laut Zeugenaussage da wie der Ochs am Berg. Genau. Aber sie rufen in die Polizei. Polizei, Polizei. Stattdessen laufen sie davon. Warum? Laufgang. Dritte Tür rechts. Und dann bitte nicht erschrecken. Ach, so schnell erschreckt mich ja nichts mehr. Es gibt Menschen, die verschwinden. Ja, so. Tag. Und es gibt welche, die verschwinden leider nicht. Hülse. Denkbeiner. Ah, der Sohn. Der sich nie blicken lässt. Die inkarnierte Undankbarkeit, wenn ich den Herrn da ohne Beine zitieren darf. Gebadet? Mit Rückenschrubbung. Ist heute Freitag? Nein, heute Donnerstag. Donnerstag ist Hülse. Freitag, Finkbeiner. Donnerstag, Freitag. Es ist seit Urzeiten besprochen. Donnerstag, Hülse. Als wäre hier nicht ein Tag wie der es andere. Ist klar vereinbart. Hülse setzt sich nicht in die Wanne, in der da einen Tag zuvor schon. Wieso sitzt der heute in der Wanne? Ich weiß es nicht. Sind wir denn hier bei den Hottentotten? Schieb mich raus. Die Regel ist Hülse, Donnerstag, Finkbeiner, Freitag. Und er weiß es ganz genau. Du sollst mich rausschieben. Du wolltest doch unbedingt in dein Zimmer. Der tut doch nur so. Heidegger zitieren Sein und Zeit auswendig. Mich raus. Die Ohren voll, aber wenn es dann einen kleinen Vorteil zu ergattern gibt, dann ist er voll da. Ich sag ihm, der tut nur so. Das ist der ganz Ausgebuffte. Schieb mich raus. Wozu in aller Welt gibt's Regeln? Wir wissen das noch nicht, Herr Polizist. Wie kommen die da raus? Das haben Sie gerade eben schon gefragt. Der Justizminister ist außer sich. Einige Kollegen sind in der JVA, um die Umstände der Flucht zu untersuchen. Sobald ich erste Ergebnisse vorliegen habe, ich kann es Ihnen nicht sagen. Was ist mit der Ringfahndung? Läuft. Wir haben aber noch keine. Pressekonferenz bedeutet auch, dass wir der Bevölkerung psychologische Gutachten präsentieren können. Wir arbeiten dran, Herr Polizeipräsident. Herr Männer. Was würdet Sie dazu sagen, wenn wir Ihr Taxi auf einem Park-and-Ride-Parkplatz gefunden hätten? Zufall. Die Kollegen haben natürlich auch einen Blick in den Kofferraum geworfen. Und jetzt ratet Sie mal, was wir da gefunden hätten. Also ich bin doch nicht zum Raten. Eine Einkaufstüte. Inhalt 123.000 Euro plus ein paar zerquetschte. Auf was? Und Schmuck, der nachweislich eine knappe Stunde vorher beim Überfall auf ein Juweliergeschäft erbeutet wurde. Wieso liegt das Zeug in Ihrem Kofferraum? Also ich sag's jetzt noch einmal. Ich sag nix mehr. Ich hätte an Ihrer Stelle hätte ich so einen Hals. Oh, machen Sie sich um meinen Hals keine Sorge. Wissen Sie was? Mein Hals, der spielt ehrlich gesagt auch ein wenig an. Dann haben wir ja was gemeinsam. Das Einzige, das uns zur Abrundung Gesamtbild Männer noch fehlt, fragen Sie mich jetzt einmal, was da noch fehlt. Also ich sag nix mehr und frage. Tu ich schon gleich zweimal nix. Man nennt sie in Fachkreise Vorschlaghammer Männer. Anwalt. Immer die gleiche Masche. Strumpfhose über den Kopf, Hammer in die Hand und rein in der Lade. Anwalt. Sie kommen doch gut wieder raus, machen sich mit ihrem Taxi wieder an Arbeit, als sei es das Selbstverständlichste auf der Welt. Anwalt. Und dann werdet sie von 3 JVA-Flüchtlingen gestoppt. JVA-Flüchtige? Sie wollte keine Frage stellen. Wie kommen die? Ich meine, am helllichten Tag. Ich stelle hier die Frage, was uns zur Abrundung Männer noch fehlt. Was denken Sie, was uns da noch fehlt? Anwalt. Die Pistole verstehe ich. Aber für was hast du denn den Vorschlaghammer aus dem Taxi mitgenommen? Du Schnauze, Doofsack. Gestern Abend überlege ich noch, ob ich mich nicht mal krank melden soll. Immer Karton zusammenlegen, das geht einem ganz schön auf die Eier. Warte mal. Das Taxi, mit dem die 3 Schwerverbrecher flüchteten, ist unklar. Unklar ist hingegen, in welchem Wagen sie die Flucht fortgesetzt haben. Aufgrund der polizeilichen Ringfahndung kommt es im Raum Stuttgart zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ja, Offenburg, da kommt man gut voran. Warum stellst du leiser? Das Scheißgedudel hat meine Tante immer gehört. Also Hunger hätte ich dann auch schon mal. Da soll man was anderes denken als fressen. Fressen. Frisst den ganzen Tag und ist trotzdem dünn wie der Bodenstein. Auf was hättest du denn Lust? Hä? Zürich hat Schnetzel ist vielleicht, oder? Sauerkraut, Triple und Kartoffelbrei. Ich seh's. Willst was davon? Nein, danke. Wenn ich heute mit was nicht gerechnet hätte, dann mit dir, Winfried. Xaver, Vater. Xaver? Ja,
Furchtbar. Wie heißt denn heutzutage noch Xaver? Ich kann nichts dafür. Ich habe das erste Band getippt, Nina. Elfi macht die Kurzporträts der Flüchtigen jeweils auf eine Seite. Mit dem Namen dick oben drüber, dass es für einen Justizminister und einen Polizeipräsidenten gleich ersichtlich wird. Und übersichtlich. Man weiß nie, wie so ein neuer Polizeipräsident, wie der es haben will. Eben. Kaum hat man sich an die Form vom Alten gewöhnt, gibt's wieder ein neuer Polizeipräsident, neuer Ministerpräsident. Die wechselt und wechselt. Unser eins sitzt Jahr um Jahr. Institutionen und so. Es ist wie bei Maschinen, Elfi. Man tauscht nur aus, was ausgetauscht werden kann. Hoffentlich ist dem nichts passiert. Wen? Am Xaver, ich hab schon x-mal probiert. Auch der Holm nur der AB. Nina, das... Das zweite Band kommt dann gleich, Elfi. Engist, 54 Jahre alt, Mutter früh verstorben, Vater unbekannt. Er wuchs in einem kleinen Dorf im Markgräflerland auf, zwischen Basel und Freiburg, bei drei Tanten mütterlicherseits. Du, Nina, dieser Männer, der macht Im Alter von 21 Jahren erschlägt er zwei seiner Tanten, Hallo? Legt die Leichen in die Tiefkühltruhe, geht anschließend in die Nina. Dorfkneipe, als sei es das Selbstverständlichste der Welt und fragt die Anwesenden, rat mal, was der die fragt. Das weiß ich doch jetzt. O-Ton, warum glaubt ihr, bin ich auf der Welt? Ja und, warum? O-Ton, um Gutes zu tun. Um Gutes zu tun? Lebenslänglich. Sonst noch was? Fertig? Nee. Warum spülst du dann? Weil man zwischendurch auch mal spülen muss. Wie lange denkst du, wird denn die Sitzung da drinnen, oder was du da auch immer machst, noch dauern? Frag Sauerkraut. Ja, so. Hallo, suchen Sie hier was Bestimmtes? Mein Vater sitzt gerade. Sagen Sie, dauert das immer so lange? Kommt halt drauf an. Ich habe fast den Verdacht, der zieht's extra. Ja, man weiß es nie. Manchmal ist es auch, entschuldige Sie die Formulierung, dass Sie einen einfach verarschen. Nur weil die Leute alt sind, sind sie nicht automatisch gut, ehrlich. Manchmal wollen sie auch einfach allein sein. Ja, so. Sie melden sich, wenn Sie was brauchen. Ja. Geduld bringt Hosen. Du? Ja? Kann ich dich mal was fragen? Nur zu. Du bist mir aber nicht böse, wenn ich... Du bist mein Vater. Nicht, dass du wieder jahrelang kein Wort mit mir sprichst. Also frag. Was machst du eigentlich beruflich? Vor der Grenze? Lörrach? Lörrach. Warum Lörrach? Warum denn nicht Lörrach? Maria hat da was zu erledigen. Und was? Hör dich doch nicht an. Oh ja, und dann Schweiz, oder was? Ich war mal in der Schweiz. Überall hingen Fahnen und das Gedudel mit Quetschkommode und so. Da bin ich die Kretze. Ich sag schon immer, da müsste echt viel passieren. Bis ich mal in die Schweiz... Halt doch mal die Schnauze jetzt! Warum sagt ihr mir nicht, was ihr vorhabt? Ich bin froh, dass wir dich mitgenommen haben. Ich soll froh sein. Wo wärt ihr denn ohne mich, wenn ich nicht so gelenkig wäre? Jetzt links. Polizei. Ich glaub's ja nicht. Vater, ich bin eigentlich nicht hergekommen. Links, habe ich gesagt. Das ist links. Daneben rechts. Wie oft habe ich zu dir gesagt, alles nur nicht Lehrer oder Polizei. Wie oft habe ich zu dir gesagt, tu mir das nicht an. Ja, vielleicht gerade deswegen. Wir gehen das an. Was gehen wir an? Das mit der Helmes. Vater, ich... Verschwindet ein Hund oder ein Hamster? Oh, der Hund. Oh, der arme Hamster. Aber eine alte Dame wie Frau Helmes. Wer bitteschön ist Frau Helmes? Ist das nicht die, die gelegentlich im Mieter mit Handtäschchen durch die Lande zieht? Ihr habt gedacht, die sitzt nur rum? Durch die Tür. Siehst du der Supermarkt da drüben? Wenn ich mich richtig erinnere, warst du mal einer der größten Gegner von Supermärkten. Was macht der Tinnitus? Tinnitus. Wir gehen das an. Jetzt gehen wir erstmal einkaufen. Und dann... Ich höre einen leichten Unterton. Wozu hat man Familie?
Was heißt Familie? Familie heißt auch, dass der eine für den anderen... Wir gehen das an. Wer keine Sorge für jemanden wie Frau Helmes entwickelt, nichtet das Sein. Da, da, da hat der Heilige wieder mal recht, da hat er. Hat der Heilige wieder mal recht, da hat er. Da hat der Du nimmst die Wumme, Hengist. Okay. Ich einen Vorschlag habe. Und ich? Wie viel haben wir dem Taxi-Heini abgenommen? 7 Euro und ein paar zerquetschte. Das reicht. Du gehst ja jetzt rein, Hubby. Und ihr? Wir warten im Wagen. Ich gehe da rein und ihr gebt Gas. Nee. Den Kassiererinnen. Guck, ob eine mit Mutter mal hier links. Links auf der Wange da ist, wenn du die Strumpfhosen zahlst. Wenn ich was zahle? Strumpfhosen, du gehst da rein, kaufst Strumpfhosen. Ich kauf doch keine Strumpfhosen. Ey, nee, bitte, keine Strumpfhosen. Strumpfhosen! Dorfsack! Nimm noch 2 Tüten Haarmilch. Aha, Milch, selbstverständlich. Hast du einen Uhrgucktick? Wie? Alle paar Minuten blick zur Uhr. Ein bisschen, ein klitzekleines bisschen Zeit sollte bei so einem Besuch dann schon drin sein. Ich habe mir jetzt schon deutlich mehr Zeit genommen für dich, als du jemals für mich. Schieb mich mal zu den Joghurts. Ananas mag sie ganz besonders gern. Wer? Wenn sie nicht schon irgendwo liegt. Wer weiß denn schon, ob sie nicht schon seit gestern Abend... Wo ist denn hier das Joghurtregal? Ah, gibt's da Fischstäble? Fischstäble. Ich guck mal. Sie wäre, weiß Gott, nicht die Erste, die nur mit Mieter und Herrn Teschel im Wald gefunden würde. Klitscheblau und tief gefroren. Barfuß natürlich, mit dem Zettel hinten drauf. Mein Name ist Helmes. Ich wohne im Altersheim. Entschuldigung, wissen Sie zufällig, in welchem Regal vielleicht Strumpfhosen zu finden sind? Schauen Sie mich an, junger Mann. Braucht einer wie ich Strumpfhose? Hä? Entschuldigung, ich habe die Beine, also die man gar nicht sieht, die habe ich ja nicht gesehen. Und Was schnuppert er denn, der junge Mann? Ach, mir war nur nichts. Es ist nichts. Ich steh bloß hinaus. Ich habe den Anfang der psychologischen Beurteilung gelesen. Und was ist das mit dem Röhrchen? Die Technik stammt aus dem Rotlichtmilieu. Wie muss ich mir das vorstellen? So, wie Sie es für die Pressekonferenz fertig getippt vorliegen haben, Herr Polizei. Ich verstehe das jetzt richtig. Unter der Dusche zum Beispiel... Ja. 2 Gehilfen halten den zu bestrafenden fest. Ja, wie muss ich mir das Röhrchen vorstellen? Wie eine längere Pipette oder so. Glas? Ja. Das wird dem zu bestrafenden dann in die... Ja. So richtig? Penis? Ja. Wie ein Katheter. Schön langsam, vorsichtig reingeschoben... Und wenn es dann gut liegt, beziehungsweise steckt, klatscht Engis die Hände zusammen. Mit einem Ding dazwischen? Ja. Gestern Nachmittag wurde einem Häftling der JVA Stuttgart eins geschoben. Er liegt jetzt in der urologischen Abteilung. Habe ich in Ihrer Zusammenfassung gelesen, ja. Es scheint sich um den neuen Liebhaber des russischen Knastpaten zu handeln. Wieso schiebt... Also steckt dieser Engis dem so ein... Wissen wir nicht, Herr. Verwechslung wahrscheinlich. Das wäre ein möglicher Grund, warum Engis die JVA auf Teufel komm raus verlassen musste. Also salopp gesagt, der ist nicht auf der Flucht, sondern auf der Flucht. Wer dem neuen Stern eines Paten ein Röhrchen schiebt, sei es auch nur aus einer Verwechslung heraus. Dessen Leben ist drin kein Pfefferling mehr wert. Salopp gesagt. Was hat dieser kleine Junkie damit zu tun? Wissen wir nicht, Herr. Polizeipräsident. Gib mir auch mal das Messer. Ist ja ekelhaft. Jetzt merkst du mal, wie sich so ein Frauenbein fühlt, Hippie. Wenigstens fusselt es nicht. Ich dachte immer, mit Strumpfhose drüber, das fusselt doch. Wie viele sind drin? Hä? Leute? Ja. Ach so, 20. Nee, 30. Kassiererin,
Ist nur eine. Dritte Kasse von rechts. Mutter mal? Ja. Sobald wir durch die Tür sind, hau ich mit dem Vorschlaghammer wo drauf, dass den Spackos da drin das Blut gefriert. Du suchst dir jemanden und hältst ihm die Wumme an die Stirn, Engist. Okay. Ich warte hier im Wagen? Nee, du kommst schön mit. Ja, und was mache ich? Sei einfach ganz so selbstständig. Wo Jens Höbers auftaucht, ist Chaos. Ich diktiere jetzt nur mal ein paar Stichpunkte. Äußerst labil, klassische Junkie-Karriere, Drehtüreffekt, neigt zu Übersprungshandlungen. Tabak dürfen wir nicht vergessen. Rauchen schadet der Gesundheit, Vater. Und speziell der Durchblutung. Nennen Sie eine Zahl zwischen 2 und 445. Also, Vater, jetzt hör auf damit. Ich bin keine 10 mehr. Wir sitzen nicht zu Hause beim Abendessen. Was gäbe ich dafür, einen einzigen Menschen zu treffen, der Sein und Zeit, ich frage 140 und der antwortet mit 140 Originaltext. Na, was steht bei 140, Winfried? Xaver, Vater. Ich bin hier runtergefahren. Nach wie vielen Jahren? Ja, Monaten, Vater. Um dir nicht ein Lebtag lang vorwerfen zu müssen, du hättest nicht wenigstens mal versucht. Was versucht? Von Mann zu Mann. Apropos, wie geht's deiner Frau? Wie hieß die nochmal? Sibylle, aber wir sind... Unverschämtes Weib. Ich hoffe, sie hat immer noch einen dicken Hals, weil ich nicht zu eurer Hochzeit gekommen bin. Wir sind geschieden. Na bitte. Hab ich doch richtig gelegen. Lass uns jetzt nicht hier im Supermarkt... Carpe diem. Der gute alte Horaz. Horaz? Römischer Dichter um Christi Geburt. Nutze den Tag, wie man umgangssprachlich zu sagen pflegt. Morgen könnte es schon zu spät sein. Überfall! Alle hinlegen! Los! Heute ist ein ganz besonderer Tag, die Herrschaften! Niemand rührt sich und Schnauze! Und jetzt Ruhe! Da glotzt ihr was! Ist davon auszugehen, dass sie mit äußerster Brutalität vorgehen werden. Ja. Dieser Absatz bezüglich Engischt, Nina. Ja, was? Was mir nicht in den Kopf will, dieser Engischt kommt als ungelernter Arbeiter, Mörder, ja, aus dem südbadischen Kuhkaff. Macht im Knast eine Buchdruckerlehre, holt die mittlere Reife nach, Abitur auf dem zweiten Bildungsweg, studiert Soziologie und Philosophie. Ja. Und jetzt schiebt er Röhrle. Ja, so ist das Leben. Nina, wie weit bist du mit Männern? Der bespricht sich gerade mit seinem Anwalt. Du, ja? Kollege Schüller von der Soko hat angerufen. Bezüglich dem Fluchtwagen deutet viel auf den roten Opel Corsa ja, hin. Ja, er hat und mir auch schon Bescheid gesagt. Sonst noch was? Hinlegen. Los, Alter. Wie? Na, wie alle anderen auch. Auf den Bauch. Ich fass es nicht. Der will sich nicht hinlegen, Happy. Doch die Schnauze jetzt, Engist. Kümmer dich um den. Alle liegen sie schönartig auf dem Bauch. Gott, nur du nicht, Alter! Hast schon mal einen alten Mann im Rollstuhl gesehen, der sich einfach so mir nix, dir nix hinlegen kann? Rucker! Du sagst nicht du zu mir. Ich sag du und du sagst sie! Ich wüsste nicht, dass wir zwei schon mal zusammen Schweine gehütet hätten. Ist das Ding in der Hand meines Kollegen dort eine Wumme? Und der Kollege an der Kasse? Hä? Hat dann Hammer in der Flosse oder was? Junger Mann, hören Sie mal! Jetzt lass den alten Mann in Ruhe, Happy. Der soll sich hinlegen! Wie alle anderen auch. Gleiche Regeln für alle. Schön auf den Bauch. Wie alle da. Und Schnauze. Mann, der soll sich hinlegen. Komm mal her. Und ihr bleibt schön liegen. Happy, komm. Du stellst dich da an die Scheibe und guckst, was sich draußen tut. Ist das, Happy? Nee, verdammt. Die hat aber ein Muttermal. Aber rechts, Mensch. Das ist einfach nicht okay. Entweder alle legen sich hin oder überhaupt keiner. Liane Brugger? Fragten Sie? Was ist mit dir?
Ja? In den Besucherlisten der JVA ist mir noch eine Frau aufgefallen, Elfi. Laut Gefängnisakten regelmäßige Besucher bei Hans-Peter Schneider bis vor 2 Monaten. Da hören sowohl Briefe als auch Besuche schlagartig auf. Du, suchst du die Adresse gleich raus? Liane Brugger mit 2G, 26.08.67. Und sag deine Kollegen Bescheid, dass sie da eine Streife hinschicken. Wie viele Hände hab ich? Ja, trotzdem. Nina. Das ist wichtig. Also auf den Verdacht hin, dir eine halbe Minute von deiner Zeit zu rauben oder so, wollte ich dir das Diktiergerät hier... Was ist also, denn? Ich wollte ganz kurz dir mal was vorspielen. Lieber Kollege Finkbeiner, lieber Xaver, zu deinem Geburtstag wünschen wir Ihnen... Alles, alles Gute. Gesundheit natürlich. Frohes Schaffen. Merkt ihr... Ehe ich mich aufrege, ist mir's lieber egal. Also sag mal, ich wünsche dir, dass beruflich alles gut geht und privat noch lang alles stramm steht. Frohes Schaffen und Erreichen des Pensionsalters, gell? Die Rente ist sicher. Mach's gut. Geburtstag? Ja. Ich dachte, ich spiele dir halt das einmal vor, damit du... Also, wenn du jetzt auch was drauf sprechen willst, oder... Findest du das mit dem Pensionsalter gut? Ja, Xaver sagt doch immer, dass er davon ausgeht, dass er mal eine Pension kriegt. Geburtstag, 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 Geburtstag trotzdem! Wir wissen nicht, wo unser Kopf steht und er... Sitzt irgendwo in einem Café oder so und lässt sich endlich mal gut gehen. Recht hat er. Tu was, Winfried! Halt um Himmels Willen, dein Gottvater. Ich dachte, du seist Polizei. Polizei, dein Freund und Helfer. Und was tust du? Liegst da unten am Boden? Vater, jetzt... Na, wo sind sie denn hin, die Beine? Schon mal vorgegangen. Man muss schon ganz schön auf den Hund gekommen sein, wenn man sich genötigt sieht, einen alten Mann im Rollstuhl mit so einer Waffe zu bedrohen. Ich bedrohe sie doch gar nicht. Ach, was? Ich setze mich jetzt während mein Kollege das an der Kasse regelt zu Ihnen und wenn Sie keine Ruhe geben, erschieße ich Sie. Nennen Sie mal eine Zahl zwischen 2 und 445. Was? Nennen Sie eine Zahl zwischen 2 und 445. 358. Paragraph 69b. Vom Besorgen zum Entdecken. Im umsichtigen Werkzeuggebrauch können wir sagen, der Hammer ist zu schwer bzw. zu leicht. Auch der Satz, der Hammer ist schwer, kann einer besorgenden Überlegung Ausdruck geben und bedeuten, er ist nicht leicht. Das heißt, er fordert zur Handhabung Kraft bzw. er wird die Hantierung erschweren. Sein und Zeit, Seite 358. 60. Wie? Umsichtiger Werkzeuggebrauch, 360, 61. Sie kennen Heidegger. Nur Sein und Zeit. Aber das ist nun auswendig. Hast du das gehört, Winfried? Ich hab's gehört, Vater. Ihr Sohn? Ich bin mir nicht sicher. Ja, nicht sicher? Ich hab meiner Frau nie hundertprozentig getraut. Ich weiß mit Sicherheit, dass damals was vorgefallen ist. Hans-Peter Schneider, insgesamt 27 nachgewiesene... Ja, der Hubschrauber ist bezüglich Opel Corsa unterwegs. Okay. Und was ich nur fragen wollte... Kann ich hier denn keine 5 Minuten, nur 5 Minuten mal am Stück? Alle paar Minuten ruft der Polizeipräsident an, weißt du? Ich muss hier was diktieren, verstehst du das? Klar, logisch. Also, Heiland, sagt Mensch. 27 nachgewiesene Raubüberfälle. Gelernter Modellbauer. Kurz nach dem Mauerfall wird er als Bankräuber aktiv. Er tut sich mit 3 Leuten und einem Anwalt zusammen, der die Banken ausspäht. Tja, Anwälte, da hab ich auch grad... Ja, hast du das? 3-4 Tage später war sie dann fällig, die jeweilige Bank, mit Schneider als Kopf der Bande. Die gehen rein in das Schaltergebäude, Strumpfhosen über dem Kopf, Kalaschnikows und immer mit einem Vorschlaghammer. Vorschlaghammer... Die Polizeistruktur der DDR befindet sich im absoluten Chaos, was die Bande konsequent ausnutzt. 2 Jahre später gründet er, rate mal, Bank? Privatschule in Leipzig. Mit dem Geld von der Überfälle? Ich habe die staatlichen Förderungen mal zusammengerechnet. Vermutlich hatte Schneider vor, die Schule mit dem geraubten Geld zu finanzieren, hat das Geld aber nie gebraucht. Du meinst die Förderung vom Staat? Das hätte gereicht. 2004 wird Schneider
für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. Und? Hätte er's kriegt? Stell dir vor, einen Tag vor der Verleihung, er sitzt während der großen Pause in seinem Büro, es klopft an der Tür. Ja? Kripo. 10 Minuten später wird er in Handschellen über den Schulhof geführt. Ja, so kann's gehen. Einer seiner ehemaligen Bande hat ihn verpfiffen wegen 2000 Mark, von denen er geglaubt hat, sie stünden ihm noch zu. Und was ist mit dem Beutegeld, das überfällig war? Wurde bis dato nicht gefunden. Verdammt. Bleib liegen. Wie heißt du? Lili Hinze. Ja. Jana hat dir nun wieder von dir erzählt. Sie hat geschrieben, dass sie hier arbeitet. Das muss dann aber schon ein paar Monate her sein. Wo wohnen Sie? Ich weiß es nicht. Wieso arbeitet sie nicht mehr? Zumindest nicht mehr hier. Hier hat sie von einem Tag auf den anderen... Sie sollen Snickers in ihrer Handtasche gehabt haben. Da ist der Geschäftsführer rigoros. Ist ja mittlerweile auch alles videoüberwacht hier. Sie ist weg. Ja. Sie hat ihren Kittel an den Nagel gehängt und zum Marktleiter gesagt, dass er sie kreuzweise und so... Und dass sie noch was in petto hat und die Liane macht. Sie macht die Liane, hat sie gesagt. Ja. Scheiße, scheiße. Na dann los, komm. Hier nicht mehr jemand Geld her, stehen. Mach schon. Hier ist der Anrufbeantworter von Xaver Finkbeiner. Momentan bin ich nicht erreichbar. Sprechen Sie aber nach dem... Hallo Xaver, ich bin's, die Nina. Du, mir ist gerade eingefallen, dass du heute Geburtstag hast. Xaver, wir haben hier die Hölle. Ah, du wirst es ja dann erfahren. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Lass es dir gut gehen, wo immer du gerade bist. Ciao. Der Vermutung, dass Schneider das Geld irgendwo versteckt oder bei einer Person seines Vertrauens zwischengelagert hat, wird nachgegangen. Durch die Suche nach Liane Brugger. Dieses Rasierwasser, das kenne ich doch. Happy, du lässt den Mann da jetzt ganz in Ruhe liegen und gehst wieder zum Fenster. Ich glaub's nicht. Der junge Mann kennt Sein und Zeit. 221. Nicht jetzt. Ja, vorhin schon, wie ich die Strumpfhosen gesucht habe. Ja, hab ich doch. Dieses Rasierwasser. Ach. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Wen haben wir denn da? Ich. Happy? Wer bin ich? Weiß nicht. Schau mich an. Schau mich an. Wer bin ich? Ich weiß es nicht. Du willst mich verarschen. Sie haben der Strumpfhose übergezogen. Sind wir Kripo? Ja, zwänge ich mich dafür durch die Klappe? Hast du eine Ahnung, was es heißt? Durch die Klappe. Sind wir Kripo? Ist er Kripo-Opa? Er hat es mir gegenüber zumindest so behauptet. Happy. Hat eine Dienstwaffe dabei, der Herr Kommissar. Ist weg. Na, wollen wir mal abtasten. Ja? Kennst du doch. Los, Gesicht an die Wand. Gesicht zum Boden. Schnauze. Und dann schön abtasten. Ha. Mir die Waffe, Happy. Hand. Kannst du dich noch an Baden-Baden erinnern? Bahnhof. Nein. Ich fass es nicht, ich fass es nicht. Behauptet allen Ernstes, er erinnere sich nicht. Ja, du wirst im Laufe seiner vielen Dienstjahre nicht der Einzige gewesen sein, der überhaupt genommen hat, Happy. Geld her. Kann ich hier nicht mehr jemand das Gedudel ausstellen? Das Gedudel, Gedudel, Gedudel. Ich krieg eine Meise. Und du da, Gesicht zum Boden, hab ich gesagt. Willst du, dass dein Hirn gleich auf den Pissboden da klebt? Hört sich an wie ein Oberfeldwebel. Hat er gedient, der Herr? Weiß ich doch nicht. Wenigstens hat diese Dudelei ein Ende. Ja, ich bin auch eher Folk und Blues. Ich tippe gerade den Abschnitt mit der Postkarte aus Paraguay, die im Zelletrag-Postfach gefunden worden ist. Die sollte Schneider heute oder morgen ausgehändigt werden. Lieber HP, mir ist ein Snickers dazwischen gekommen. Ich hatte die Wahl zwischen Hartz IV oder... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Könnte es sein, dass die das Geld von den Überfällen verwahrt hat? Ich bin mir ziemlich sicher. Jetzt stell dir den Herrn Schneider vor. Sitzt im Knast. Alles läuft mit den Besuchen von Liane Brugger. Plötzlich bricht der Kontakt ab. Die Frau, die dein Geld verwahrt, meldet sich nimmer. Kommt nimmer zu Besuch. Bewaffneter Überfall auf den Lörracher Supermarkt. Drei Typen mit überzogenen Strumpfhosen. Einer mit einer Pistole und einer mit einem Vorschlaghammer. Notruf kommt von wem? Private Überwachungsfirma. Die sind praktisch live dabei. Unsere Jungs von der Luftüberwachung haben aber schon den Kurs aufgenommen. Wir sind auf Höhe Autobahnraststätte Weil am Rhein. Und sind in 4-5 Minuten vor Ort. Nee, der Chef liegt heute den Ministerpräsidenten. Die hat die Liane gemacht. Was? Wegen einem Snickers. Wo ist denn der Geschäftsführer? Schasti wegen einem Snickers, so eine Scheiße. Was ist Snickers? Schokoriegel oder sowas. Und die macht die Liane. Wir fahren dahin jetzt. Nimm ein, zwei Geiseln, Hengist. Happy, los. Hast du Geld? Wie viel war denn in den Kassen da drin? Oh, Mensch, hör doch auf mit deinen paar Kröten. Mann, ich wollte ja halt nur... Halt doch die Schnauze jetzt. Komm. Ja. Es wäre meine Ehre, wenn ich Sie als Geisel mitnehmen könnte. Was wollen Sie mit einem alten, wertlosen Mann ohne Beine? Eine Flucht. Eine Geiselnahme gestaltet sich deutlich interessanter, wenn man sich mit der Geisel einigermaßen brauchbar unterhalten kann. Sinn des Lebens. Ja, aber er ist Kripo. Nehmt ich. Er ist Kripo! Was haben die vor, Frau Salopp gesagt. Hengist ist auf der Flucht. Wohin, schätze ich mal, ist ihm egal. Schneider ist auf der Jagd nach seinem Geld. Und Höppers? Also es scheint so zu sein, dass er im Auftrag von Schneider durch die Klappe ist. Ich verstehe nicht. Die Klappen an der Zellentür. Durch so eine enge Klappe? Die Häftlingsvernehmungen deuten darauf hin. So konnte er den Beamten Glaser von hinten direkt... Und sind die dann ganz raus? Wissen wir noch nicht, Herr... Polizeipräsident. Wir nehmen die Verfolgung auf. Rote Opel Corsa auf 11 Uhr. Ich stehe hier in Lörrach auf dem Parkplatz des Supermarktes, in dem der Überfall und die anschließende Geiselnahme stattgefunden haben. Es gilt als sicher, dass die flüchtigen Geiselnehmer und die aus der JVA Stuttgart-Stammheim geflohenen Schwerverbrecher identisch sind. Während die meisten der freigelassenen Supermarktbesucher von Rettungssanitätern und Ärzten medizinisch als auch psychologisch betreut werden, habe ich Herrn Finkbeiner im Rollstuhl sitzen. Nach meinen Informationen wurde Ihr Sohn, der mit Ihnen kurz was einkaufen wollte, als Geisel genommen, Herr Finkbeiner. Ja, ich sagte, nehmt mich. Ja, ich flehte geradezu, nehmt mich. Verschont meinen Sohn. Hey, auf die Schnauze jetzt! Wieso hast du dich nicht zu dem nach hinten gesetzt, Hengist? Wenn wir den Alten mitgenommen hätten, hätte ich es ja gemacht. Wenn die uns abknallen, dann gehst du mit über den Jordan, verstehst du? Riech dich schon mal drauf ein, Kripo-Man, dass dein Hirn, sobald die auftauchen, dass das da an der Seitenscheibe klebt. Erinnerst du dich? Scheiß Strumpfhose! Sieh mich an! Sieh mein Gesicht an! Erinnerst du dich jetzt? Er nimmt mich in Baden-Baden, Hops, versaut mir mein ganzes Leben und erinnert sich nicht! Das Fahrzeug Rote Opel Corsa fliegt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf 13 Uhr in einen Feldweg ein. Fährt schlingern Richtung Wald, vermutlich in der Hoffnung, sich unserer Luftüberwachung zu entziehen. Hä? Was willst du da im Wald, HB? Die Schnauze, Mann! Snickers, das glaub ich doch nicht, du! Snickers und die macht die Liane! Hast du ein Handy? Ja. Dann ruf die an! Sag denen, dass wir dich... Mann, jetzt mach schon! Ich muss erst den Code. Ich sag jetzt nicht, du hast ihn vergessen, du Trottel. Nein, das ist mein Geburtsdatum. Na, wann hast du denn Geburtstag? Heute. Schön. Dann sag denen gleich, dass dein Todestag auf deinem Grabstein mit deinem Geburtsdatum identisch sein wird. Und dann sagst du denen auch, wenn die nicht wegbleiben, dass ich dir mit deiner eigenen... Ist der drauf? Achtung! Scheiße, was ist das? Oh Mann! Oh Mann, der Wagen fliegt mehrere Meter über die Lichtung. Überschlägt sich. Überschlägt sich nochmal. Fuck.
Papi? Hengist? Du allmächtige Scheiße. Oh, Scheiße. Fuck. Hey, was ist los? Jetzt sag doch mal was. Maria, Mutter Gottes. Alles flach. Wie auf dem Flachbildschirm. Und Kopfsalat. Und Grillen und Schmetterlinge. Ja. Sie haben 7 neue Nachrichten. Zum Abhören Ihrer Nachrichten drücken Sie bitte die 1. Erste Nachricht. Empfangen heute 11.33 Uhr. Finkbeiner, wo stecken Sie? Was ist da in Stammheim? Zweite Nachricht. Empfangen heute 11.59 Uhr. Himmel, Finkbeiner! Dritte Nachricht. Ich bin's, Xaver. Meld dich doch mal bitte. Rheinland Sack! Fünfte Nachricht. Finkbeiner, ich muss Sie dringend sprechen. Siebte Nachricht. Hallo, Xaver, ich bin's. Nina, du, mir ist gerade eingefallen, dass du heute Geburtstag hast. Xaver, wir haben hier die Hölle. Na, du wirst es ja dann erfahren. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Der Corsa bleibt demoliert und dampfend auf dem Dach liegen. Am Waldrand. Ein großes Baumfällgerät steht etwa 20 Meter entfernt. 2 Waldarbeiter laufen auf das Fahrzeug zu. Ja. Ich schwebe. Was ist denn das, Victor? Nina. Ich. Chef. Zu fertig. Ein Russen der Kurs draußen ist, bitte die Hand nochmal röntgen. Nicht, dass wir noch einen Handwurzelknöchelbruch übersehen haben. Nach einer Eiszeit bei den Schwaben ein komplizierter Schlüsselbeinbruch flicken zusammen, aber übersehen sie durch die Hand. Die Lölis. Habe ich, Herrn Finkbeiner. Ich bin so böse. Ach was, Sie sind nicht böse, Frau Heinze. Neulich. Irgendwann hat Frau Helmes... Wo ist denn Frau Helmes? Ja, das wüsste ich auch gern. Ich weiß es momentan nicht, Frau Heinze. Das Leben verteilt keine Almosen, hat sie gesagt. Ja, Frau Heinze, ich komme gleich und mache Ihnen die Haare, gell? Wenn's Fernsehen schon mal kommt, wollen wir doch schön sein, oder? Bei Ihnen soweit alles? Herr Finkbeiner. Alles soweit. Bis auf den Tinnitus. Der Tinnitus. Beispiel dafür, wie perfekt unsere Polizei arbeitet. Ja, wie ein Rädchen ins andere greift und dem Zufall kaum mehr eine Chance lässt. Ja, ja. Und wer von euch kümmert sich um Frau Helmes? So, Herr Männer. Sie halten sich zu unserer Verfügung, ja? Selbstverständlich. Ihr Anwalt hat die Kaution bereits hinterlegt. Aber gehen Sie trotzdem davon aus, dass ich, also wir wäre Ihnen den Raubüberfall minutiös nachweisen. Also, ich hätte noch eine Frage. Sie wollte keine Frage stellen. Also, die drei Herren, ich meine, wie sind die aus Stammheim rausgekommen? Auf 12 Uhr. 12 Uhr ist wo? In Flugrichtung, da bewegt sich was. Könnte ein Reh sein, ist mit der Wärmebildkamera nicht so genau... Ah, ich sehe Sie, ja. Was machen Sie denn hier? Gilt das mir? Nee, der alte Dame vor mir. Hallo, Sie? Du stehst da ein paar Meter vor mir im Dunkeln. Wieder Handtäschle, ansonsten nackt. Können Sie mich hören? Hallo? Kommen Sie, nehmen Sie meine Jacke. Sie hat einen Zettel an der Tasche kleben. Mein Name ist Helmes, ich wohne im Altersheim Riener Straße. Okay, kümmere dich. Ich fliege den nächsten Quadranten ab. Irgendwo muss dieser kleine Chunky ja sein. Frau Helmes? Hallo? Ich muss dann. Carpe diem. Kommen Sie? Das ist wie ein Dudel. Fuck. Scheiß Schweiz. Oh, fuck! Oh.
Aber... Und wir werden sie mit großer Zielstrebigkeit schließen, das kann ich Ihnen versichern. Ja, aber ich möchte nun doch nochmal nachhaken, wie es dazu kommen konnte, dass Sie... Im Übrigen, bezüglich der bisherigen Lücken, muss ich auf meinen geschätzten Amtsvorgänger verweisen. Nicht erschrecken, Sauer. Ich bin's. Nina. Wo bin ich? Im Krankenhaus. In Basel. Es ist alles okay. Die Glotze läuft und du hast geschlafen. Wie geht's denn dir? Der Arzt sagt 2 Wochen. Bist du jetzt extra hier runtergefahren? Das ging ja schnell. Du kennst schon meine Ducati. Und was in 3 Stunden Fahrt, wenn man anschließend seinem Chef und Kollegen zum Geburtstag gratulieren kann? Ich hab's jetzt zwar auf die Mailbox gesprochen, aber... Ja, ich hab's gehört. Danke. Was ist mit den 3 Bruschettis da? Der Schneider ist während des Transports in die Klinik gestorben. Der Dicke? Ja. Und der Philosoph? Ist mit nichts als ein paar Schürfwunden schon wieder auf dem Weg nach Stammheim. Ja, dann hat er Glück gehabt. Nee, nach dem, was ihn dort erwartet, vielleicht auch nicht. Und der Gispel da, die hysterische Bohnenstange? Wie vom Erdboden verschwunden. Ja. Ich sehe den die ganze Zeit. Ich lieg da im Wagen auf dem Kopf und sehe den. Durch einen Riss oder so. Zeitlich. Ne, die Frontscheibe vorne. Ja, da war so ein kleines Loch. Da entsteht er durch. Also das war höchstens so... Der Wahnsinn, wie der da durch... Ja, der neue Ministerpräsident. Mach mal lauter. Gebe ich Ihnen mein Wort, mein Ehrenwort, dass jegliche nur denkbare Sicherheitslücke geschlossen wird. Die Klappen? Die haben zu große Klappen. Ich stehe hier auf dem Parkplatz des Supermarktes und habe den Vater des Kripo-Beamten hier im Rollstuhl sitzen. Wie geht es Ihnen, Herr Finkbeiner? Nennen Sie mal ist das dein Vater? 2 und 445. Später. Nach dem Zufallsprinzip? Ja. 102. Die Räumlichkeit des innerweltlich Zuhandenen. Wie bitte? Heidegger. Nur zu. 104? Die Räumlichkeit des in der Welt Seins. Ah, ja, verstehe. Wie ist denn der drauf? Was wollte ich jetzt noch sagen? Das ist doch Wahnsinn. Ich weiß nicht. Genau. Wir gehen das an. Ich grüße meinen Sohn und sage, Frau Helmes, wir gehen das an, Winfried. Mir klingelt es jetzt noch in den Ohren. Nehmt ihn, der ist Kripo. Morgen hat er das doch schon wieder vergessen. Ja, aber ich nicht. Wer ist denn eigentlich Winfried? Ich weiß es nicht. Finkbeiners Geburtstag. Kriminalhörspiel von Hugo Rentler. Es sprachen Xaver Finkbeiner, Ueli Jäggi. Nina Brändle, Caroline Eichhorn. Vater, Budi Elias. Schneider, Thomas Thieme. Engist, Christian Körner. Höppers, Lars Rudolph. Sowie Birgit Bücker, Christine Davis, Isabel Dömé, Tina Eberhardt, Lisbeth Felder, Hubertus Gerzen, Benjamin Grüter, Klaus Gülker, Rebecca Klingenberg, Birgit Koch, Andreas Müller, Hugo Rentler, Walter Renneisen, Stefan Fiering und Oliver Vnuk. Ton und Technik Dietmar Rözel und Sonja Röder. Regieassistenz Stefanie Birch. Dramaturgie Uta Maria Heim. Komposition Ulrich Bassange. Regie Marc Ginzler. Komposition und Interpretation des Songs Heidegger Thomas Pigor, Benedikt Eichhorn und der Ulf. Mit freundlicher Genehmigung der Roof Music GmbH. Produktion Südwestrundfunk 2010 für den ARD-Radio-Tatort.